Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist Reiter und wir sind in einem Vorgestellt und zwar heißt das Spiel Gladiator Guild Manager. Raphael von, ich muss spicken, Grab the Games hat mir diesen Key zur Verfügung gestellt. Recht herzlichen Dank dafür. Das Spiel ist schon ein bisschen raus und hat auch jetzt einen Tournament-Modus, also Turniermodus, der da gerade neu beworben wird oder gerade rausgekommen ist, wie gesagt, und ja, wir wollen uns das mal angucken, wie das so ist. Ich habe das selber noch nicht gespielt, habe aber mal ein Video davon gesehen und das fand ich richtig cool. Und ich denke mal, wir schauen uns das jetzt nach dem Intro gleich an, wie das hier so aussieht, ne? Dann würde ich sagen, bis gleich. So, dann gucken wir mal. Wir neues Spiel, Teamfarbe blau oder rot. Wir nehmen mal rot. Schwierigkeit ist normal, das lassen wir, Tutorial lassen wir, starte mit zufälligen Gladiatoren. Nee, ich will schon aussuchen, vereinfachte Starteigenschaften, nee, permanente Tode, Goldentschädigung, 30%. Oder wenn ich sterbe, dann kriege ich Goldentschädigung. Na, ja, machen wir es so. Dann schauen wir mal, wie es im nächsten Schritt ist. Aha, du bist also der neue Gildenbesitzer, wie ich höre, willkommen in Todeswalde. Das bin ich. Ich habe keinen Mauszeiger, das ist schon mal schlecht. Ah, wenn ich draufklicke, kommt er. Ja, das bin ich. Was ist mit dem vorherigen Besitzer passiert? Wir reden später, Slan. Großartig. Wir haben hier noch einige Gebäude stehen, die der vorherige Besitzer hinterlassen hat. Zieh dich um. Verstanden. Ich bin übrigens Slan, dein Gildenassistent. Okay, erfreut dich kennenzulernen. Lass mich dich auf den Laufenden halten. Gladiatorenmeisterschaften werden zu Beginn jedes Monats organisiert. Also gut, dann gibt es da diese alte Arena, den Ring des Todes. Wir können jede Woche an dem Spektakel dort teilnehmen. Sie organisieren viele verschiedene Kämpfe. Verstanden. Zuletzt gibt es einen Haufen Probleme hier in den Totenwalde. Banditen, Bestien, Wilde und Tote, alles rechnet damit auch auf Gladiatorendienste außerhalb der Arena angesprochen zu werden. Okay. Klar, lass uns loslegen und ein paar Gladiatoren anheuern. Hier sind die Märkte für Gegenstände und Gladiatoren. Okay, klicke, um fortzusetzen. Das ist eine Gilde. Du kannst sie ausbauen und Gebäude für neue Arten von Gladiatoren kaufen. Klicke, um fortzusetzen. Das ist die Arena Wirtschaft in der Ringe des Todes, von der ich erzählt habe. Okay, hier dieses. Quests werden hier angezeigt. Okay, das ist das, was der da zum Schluss gesagt hat, dass die Bestien und sowas auch noch unterwegs sind. Und hier ist Zeitleiste. Drücke den Button zum Abspielen, um sie zu bewegen. Okay, das heißt, wir sollten jetzt vielleicht mal den Button starten und dann kein Tutorial mehr, oder? Wir müssen in den Gladiatorenmarkt reingehen und dann werden wir mal gucken. Gladiatorenmarkt. Ach, fangen wir mal hier oben links an. Selena. Stärke 9, Agilität 8, Intelligenz 1, Gesundheit 320, Ausdauer 140, Bewegung 14. 320 ist ja schon mal gegenüber dieses hier, dieser Zara ganz schön stark. Ach, das ist eine Pyromant und das ist ein Bogenschütze. Die kostet mich Geld. Wie viel Geld haben wir denn? 800, da oben sehen wir das. Aber ich brauche mehr so ein, ja, 320 ist dann schon mit Gesundheit schon mal ziemlich hoch. 420, da haben wir dann einen Tank sozusagen. Berserker. Der kostet auch nichts. 30. Gesundheit 270, wird 520, kostet auch nichts der Ritter. Und hier 675 kostet dieser Ritter. 9, Ausdauer, 180, Bewegung 12, okay, Intelligenz 1, ist nicht so, der mit Intelligenz 2 ist gleich schon hier, zack, 675. Also, ich würde jetzt diesen nehmen, weil der doch tatsächlich mit Gesundheit 520 ganz schön stark ist. Na, da unten ist Kaufen. Nahkampfangriff, Ausdauer. Nahkampfangriff, Schildblocken hat er auch, okay. Abklingzeit gibt's da. Okay. Ja, ich denke mal, den nehmen wir jetzt auf jeden Fall erstmal. Aktivieren, Auswahl, eigener Kopf, nee, will ich jetzt nicht. Kaufen. Haben wir. Ersten Gladiatoren gekauft, den haben wir. Wir können bis zu 4 Stück haben. Müssen wir mal ein bisschen aufs Geld achten, ne? Stärke, Agilität. Der ist zu teuer. Wir müssen erstmal die günstigen uns angucken hier.
Der Berserker mit 420 ist ja auch nicht schlecht, aber der hat Stärke und Agilität jetzt nicht so der Bringer. Also den werde ich schon mal nicht nehmen, weil der viel zu teuer ist. Hier könnten wir höchstens den Pyromant nehmen mit benötigt Feuerturm. Okay, den habe ich noch nicht, deswegen kann ich den noch nicht nehmen. Das, ach, der ist ausgegraut. Okay, das heißt, der fällt weg, die fallen weg. Weil zu teuer für mich erstmal. 120, 30, der Berserker. Nochmal ein Tank sozusagen. Frostturm benötigt, geht also auch nicht. Und hier Bogenschütze und Selena ist nochmal der Bogenschütze. Gesundheit 320, beide gleich, 140. Ausdauer 200, Bewegung 14, 981, 951, Agilität ist 5. Aber die ist besser und günstiger. Ich glaube, wir nehmen noch die Dame dazu. Fallschießen, ist klar. Was haben wir denn hier noch? Nahkampfangriff. Und Ausweichen, okay. Ich denke mal, das sind passive Eigenschaften. Nahkampf, Ausweichen und so weiter. So, Zweier haben wir. Die hatten wir schon ausgeschlossen, weil zu teuer. Wir können noch zwei Plätze. Wir haben 120 und wir haben 30. Ich glaube, wir nehmen die beiden noch. Und dann haben wir vorgesorgt, oder? So. So, das ist die Gilde. Ach, die können wir auch ausbauen. Krass. Level 1. Tempel der Wiederbelebung. Bringt Gladiatoren ins Leben zurück. Taverne. Zum Anheuern von besonderen Arten von Gladiatoren, wenn diese während des speziellen Ereignisses aufgetaucht sind. Statistik 100 in Besitz. Ah, aufwerten kann man das auch noch. Ist aber schon im Besitz. Also das habe ich. Das hier aber nicht, den Frostturm. Ah, das ist das, was wir, um die Kyromanten da anzuheuern. Aber das können wir wohl nicht, schätze ich mal, weil uns... Nee, wir hätten sogar diese Eisenbarren und das andere ist 35 Stein. Hätten wir auch, könnte man sogar machen. Ach, da ist es rot umrandet, dass man es nicht machen kann, ne? Aber das lassen wir, glaube ich, erstmal. Wir sparen gerade noch mal ein bisschen Geld. Wer weiß, was dann noch kommt. Ah, guck mal, hier steht schon mal Sold. Wir müssen immer 10 Sold irgendwie bezahlen, nach gewissen Runden wahrscheinlich. Aha, Gegenstände, Plätze, da liegen... Ach, Gegenstände haben wir auch noch nicht, ne? Dann lass uns doch mal den Gegenständemarkt angucken. Aha. Stab des Ältesten. Ja, ich glaube, haben wir keinen, den wir das geben können zurzeit. Bester Freund. Sekunden nach Kampfbeginn wird ein Kampfhund beschworen. Der Hund erhält je 5 Levels. Das ist ja cool, oder? 160 kostet mich der. Ist das, kommt der immer wieder? Ich will es hoffen, ne? Eine Sekunde nach Kampfbeginn wird ein Kampfhund beschworen. Der Hund erhält je 5 Levels. Dieses Gladiatoren ein Level. Okay, verstehe ich jetzt nicht, aber ist egal. Hier geht's mit der Karotte schneller. Bambusbogen, erhöhte Agilität um 2, okay. Karotte wiederum. Bambusbogen, erhöhte Agilität um 2. Kleiner Gesundheitstrank, erhöhte Gesundheit um 150. Lederhandschuhe, das hört sich doch schon mal gut an. 520 haben wir, erhöht die Gesundheit um 100 und Agilität um 4. Dreimal gibt's das da oder ist das Level 3? Lederhandschuh. Kaufen wir. Ah, ist Level 3 gewesen sozusagen. Und den Hundi, den nehmen wir auch noch mit. Und das reicht dann aber erstmal. Aktualisiere Shop, kostet das mich dann Geld oder was? Naja. So, das bedeutet, hier sind wir fertig. Bank wäre wahrscheinlich Geld holen. Jetzt müssen wir mal gucken. Hier, aha, hier kommen wir hin. Hier sind die Sachen. Warte mal, der hier, der Durkasch, der kriegt jetzt erstmal den Hund dabei. Wo muss ich den denn hinstecken? Hier? Nee. Da? Ah, da geht's hin. Okay. Und hier? Lederhandschuhe. Nee, die wollte ich jetzt hier der Schützin geben, ne? Dass die auf jeden Fall safe wird. Weiß zwar nicht, ob du mit einem Handschuh gut schießen kannst, aber du mach das mal. Mehr Info. Bogenschütze, okay, zurück. Ich glaube, dann sind wir hier erstmal so weit durch. Das haben wir gesehen, das haben wir gesehen. Dieses ist jetzt durch. Hier haben wir reingeguckt.
Da können wir sowieso nichts machen. Hier oben ist neutral. Ruf beim Volk. Okay, Ruf bei der Baronin und Ruf beim obersten Nekromanten. Ah, das ist ja krass. Hier ist die Zeitleiste, die immer noch nicht läuft. Aber ja, wir wollten jetzt mal hier gucken. Ne? Was ist Friedhof 0 von 5? Gilde waren wir. Dann ist das Arena, der Ring des Todes. Ah, mehrere gegen einen. Was haben wir denn jetzt hier? Kampf, in der sowohl du als auch Gegner nur einen Gladiatoren schickst. Nee, das will ich jetzt erstmal nicht machen. Kampf, in der sowohl du als auch der Gegner zwei. Wir haben ja vier. Drei gegen drei, mehrere gegen einen. Kampf, in dem du mehrere Gladiatoren schickst und der Gegner nur einen, der dafür sehr stark ist. Okay, dann wollen wir das doch mal machen, oder? Gucken wir mal, wie wir da abschneiden. Schwarzer Bildschirm, nichts passiert. Arena wird geladen wahrscheinlich. Da ist er. Okay, das ist der Gegner. Stärke 10, Agilität 11, Intelligenz 3, Bewegung 15, Ausdauer 360, ist ein Berserker und der kann ich wahrscheinlich nicht gleich mit Shift-Taste da hin. Ne, kann ich auch nicht. Ich kann nicht weiter angucken. Da oben diese zwei Symbole kann ich nicht gucken. Rogok. Und wir können jetzt drei aussuchen. Das heißt, ich nehme Durash. Ich nehme Selena, weil die hatte ich die Handschuhe gegeben. Und ich nehme den hier. Durash, weil dann der Hund auch kommt, ne? So, und dann legen wir mal los, oder? Okay. Ah, der Hund ist schon da, oder? Och, schon erledigt. Krass, da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass ich so gut bin. Gold, Ressourcen und verbrauchbare Gegenstände gibt es jetzt hier. Öffnen. Kriegen 30 Gold, 10 Eisenbahnen und die Karotte dazu. Erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit. Einsammeln. Fortsetzen. Ja, da ist ja schon mal was, oder? Ereignisse gibt's keine. Was haben wir jetzt hier? 115, 145. Haben die jeder 30 dazugekriegt? Kann das sein? Oder was soll das heißen? Gesundheit. Selena. Die hat die Handschuhe. Nee, verkaufen will ich die nicht. Zurück. Der hatte den Hund dabei. Das heißt, die Möhre gebe ich mal hier hin, oder? Wo kommt die denn hin? Hier? Nee. Dann kommt die da hin, oder was? Ja. Verbrauchbar, okay. Dann zurück. Und wie geht's weiter? Gilde, okay, das ist das gleiche, wie wenn ich hier hinklicke. Und was ist der Friedhof? Meisterschaften werden zu Beginn dieses Monats organisiert. Aha, okay, das heißt, ich kann jetzt nur die Arena weitermachen, ne? Oder den Timeline hier laufen lassen. Aber wir können ja nochmal hier... Ach, das muss man nacheinander abschließen. Hier ist schon der erste Haken. Kampf, wenn ja sowohl du als auch der Gegner drei Gladiatoren schickst. Aber das kann ich jetzt nicht machen. Gar nichts kann ich da machen. Okay. Das heißt, ich muss erst die Zeit irgendwie wandern lassen, oder was? Tag 4. Was ist das? Gladiatoren mag Neuigkeiten. Da kann ich jetzt nichts ändern, oder? Nö. Kann ich hier eine Runde beenden irgendwo? Nee, ne? Gladiatorenmarkt. Okay, da gibt's neue Gladiatoren. Okay. Dulgun. Der Ritter kostet 250. Die habe ich auch nur noch gerade. Und hier haben wir mit Selena 200. Nee, die möchte ich aber nicht kaufen. Er wäre 90. Stärke 10. Agilität 6. Ja, den könnte man sich tatsächlich leisten. Und er hat nämlich Gesundheit 520. Das ist schon mal eine Hausnummer auch, ne? Ich kaufe den mal. Es gibt nicht genug. Ach, ich habe ja nur 4 Plätze. Alles klar. Zurück. Aktualisierte Shop brauche ich dann nicht machen. Können wir hier weiterlaufen lassen. Macht ja keinen Sinn. Hier kann ich jetzt nichts machen. Das ist wahrscheinlich auch mit einem Cooldown oder sowas. Gegenstandsmarktneuigkeiten gibt es da. Ja, das ist nichts Neues. Lass mal schneller laufen. Ah. Totenerweckung verhindern. Wir brauchen deine Hilfe, Herr Lord. Die Kirche der Toten hat unsere Vorfahren aus ihren Gräbern geweckt und zu Ghulen gemacht. Und sie machen immer weiter. Ja, komm, da helfen wir. Gucken wir, wie wir da abschneiden. Wir können 2 reinsetzen. Was haben wir denn hier? Oh, Gesundheit 420, Gesundheit 100. Selena
kommt da rein und will hoffen, dass sie den Fahrdom da angreift. Und haben wir zweimal Selena? Sieht wohl so aus. Der Berserker wäre zwar cool, aber ich nehme den hier zurück. Müssen wir mal gucken, ob wir das so hinkriegen, ne? Kampf. Oh, da kommt noch einer. Shit. Kann ich den da auch wegholen? Nee, ne? 100% mehr Info? Nee, irgendwie. Keine Ahnung. Das ist jetzt nicht so toll gewesen. Aber den kriegen wir auch noch kaputt. Und jetzt ist nur noch der Magier gegen unsere... Ach, der beschwört die Viecher. Alles klar. Okay, aber wir können da jetzt nichts ausrichten wahrscheinlich, ne, oder? Ja, das sieht jetzt gerade nicht so gut aus, ne? Kann ich hier denn jetzt was machen? Nee, ne? Ich hätte jetzt verbrauchbare Gegenstände gesagt, müssen wir da haben. Ist jetzt nichts, was wir aktivieren können. Fallschießen 100%, Ausweichen 100%. Aber ich glaube, das sind Passive oder sowas, ne? Ne, da werden wir jetzt verlieren. Ja. Leider Defeat. Leider verloren. Wie schrecklich, ich wollte euch nicht aufhalten. Ja. Aber wir haben ja noch zwei, ne? Können wir das nochmal machen? Ja. Kann ich auch weiter? Ja. Wir halten sie auf und diesmal nehme ich die anderen beiden. In der Hoffnung, dass das klappt. Ja, und Kampf. Der ist schon mal fast hin. Ah, ich glaube, wir sind diesmal besser dran. Aha, kann das sein? Ja, haben wir geschafft. Sehr gut. Also muss man gucken, dass man taktisch besser vorgeht. In Frieden können die ruhen. Das wollten wir ja auch. Keine Ursache. Ach, wir müssen die Belohnung wählen. Standardbelohnung gibt's. Und Belohnung wählen ist hier Stein oder Eisen. Ich glaube, Eisen nehmen wir mal. Okay, dann haben wir das gekriegt. So, dann schauen wir hier nochmal rein. 3 gegen 3, 2 gegen 2 und 1 gegen 1. Aber ich würde sagen, wir machen hier erst einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Vorschau. Bis dann. Ciao.